Das kann man nicht über Nacht machen. Schulen brauchen ein Mindestmaß an Vorbereitungs- und Planungszeit. Ansonsten werden die Schulen verrückt, die Eltern und die Lehrer und alle gleichzeitig. Ja, das hat Ministerpräsident Volker Bouffier noch am Donnerstag im Bundesrat gesagt. Jetzt werden Eltern, Schüler und Lehrer verrückt. In Frankfurt und anderswo machen alle Schulen ab morgen dicht, ohne Vorbereitung. Viele fragen sich, wie es zu dieser Hauruck-Aktion kommt. Und damit herzlich willkommen zur Hessenschau. Ja, durch den Bundesrat ist die Notbremse gegangen am Donnerstag und seit gestern gilt sie. Für die Schulen gibt es eine magische Zahl, die da lautet 165. Wird diese Inzidenz an 3 Tagen hintereinander überschritten, müssen die Schulen zumachen und das werden sie ab morgen in Frankfurt und anderswo. Und wir sprechen gleich mit Frankfurts Bildungsdezernentin, warum jetzt diese Hauruck-Aktion ohne Vorbereitung so sein muss und warum sie gerade in Frankfurt Eltern, Schüler und Lehrer wirklich ins Chaos stürzt. Wie wird es in Frankfurts Klassenräumen morgen aussehen? So oder so? Viele Eltern erfahren es erst heute Nachmittag. Es ist tatsächlich so, dass wir das erst vor einer Stunde erfahren haben, und zwar per E-Mail. Und auch die Lehrer sind sehr verzweifelt in der Hinsicht, denn sie erfahren auch aus den Medien, wie der Schulunterricht weiterzuführen ist. Aufgrund der schnellen Änderungen der Entscheidungen, da können die auch nicht wirklich rechtzeitig reagieren und dann die Informationen weitergeben. Man ist ja verzweifelt. Man weiß nicht, was man planen soll. Allerdings hat Bildungsdezernentin Silvia Weber am Freitagnachmittag verkündet, dass der Schulbetrieb in Frankfurt kommende Woche wie bislang weitergeführt wird. Am Samstag hatte sie dann angekündigt, lediglich die Präsenzpflicht auszusetzen und wurde heute Mittag dann vom staatlichen Schulamt zurückgepfiffen. Distanzunterricht für alle außer Abschlussklassen und Förderschulen. Nicht nur in Frankfurt, auch andernorts müssen sich nun alle Beteiligten schnell umstellen. Wieder einmal haben wir eine Situation, wo die Informationen sehr spät rübergetragen wurden an die Schulen und dadurch auch an die Eltern. Das heißt, es ist jetzt von den Eltern sehr viel Eigenengagement gefragt, um rauszubekommen, wie die Infektionszahlen sind und ob sie damit rechnen können, dass die Schule demnächst zumacht oder nicht. Auch die Schulen müssen jetzt dort sehr, sehr viel verschiedene Szenarien vorbereiten. Für viele berufstätige Eltern könnte die schulische Notbetreuung zumindest kommende Woche eine Hoffnung sein. Ja, und über das Chaos an Frankfurter Schulen, da sprechen wir jetzt mit Frankfurts Bildungsdezernentin Silvia Weber. Erstmal schön, dass Sie mit uns reden. Guten Abend. Hätten Sie nicht absehen können, dass das im Chaos endet, wenn Sie gestern Nachmittag noch bei unseren Kollegen in HR Info ankündigen, wir geben den Schulen eine Woche Vorbereitungszeit, bevor sie schließen, und dann jetzt entscheiden, ab morgen ist alles zu? Also zunächst einmal liegt die Entscheidung ja nicht bei mir, sondern beim Land. Es ist ja in dem Gesetz geregelt, dass das Land, die Landesbehörden dafür zuständig sind, den genauen Termin, ab wann die Maßnahmen greifen, festzulegen. Natürlich ist klar, ab einer Inzidenz von 165 über mehr als 3 Tage soll am übernächsten Tag der Präsenzunterricht ausgesetzt werden, die Regelbetreuung ausgesetzt werden und eine Notbetreuung eingesetzt werden. Aber es steht auch im Gesetz, die Landesbehörden haben den genauen Termin, ab wann das gilt, festzulegen. Und dies ist leider erst am Samstagabend erfolgt für die Stadt Frankfurt. Und insofern musste ich im Vorfeld natürlich überlegen, was wir tun. Es ist aus meiner Sicht. Frau Weber, es ist ja immer ein bisschen leicht, den schwarzen Peter an andere zu schieben, in dem Fall das Land Hessen. Andere Städte wie Kassel haben schon am Freitag entschieden, dass sie am Montag zumachen. Sie haben schon sehr hohe Inzidenzen, über 150 seit 7 Tagen. Warum haben Sie nicht genauso wie Kassel am Freitag schon reagiert, sondern verschenken 2 wertvolle Tage am Wochenende? Naja, also zunächst mal haben wir erst seit Donnerstag, sind wir erst über den 165 gewesen. Zum Zweiten war ja für alle anderen Kommunen das genau festgelegt mit den richtigen Inzidenzwerten auf der Homepage des Sozialministeriums, nur für Frankfurt nicht. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es war so. Und es gab keine Aussage des Landes, weder des Kultusministers noch des Sozialministers noch des staatlichen Schulamtes, was tatsächlich zu Erfolgen hat am Montag, ob die Schulen schließen oder nicht. Das alles wirft ja kein besonders gutes Bild ab auf Sie, wie Sie sich abstimmen intern. Jetzt müssen die Eltern mit der Situation klarkommen, die Schülerinnen und Schüler hier in Frankfurt auch. Wie organisieren Sie jetzt die Notbetreuung? Das ist ja die große Frage, die Eltern jetzt umtreibt.
Also vielleicht lassen Sie mich den Einsatz noch ergänzen. Die einzige offizielle Aussage, die es von Landesseite gab, war die Aussage des Ministerpräsidenten, dass es eine Woche Übergangsfrist geben wird. Und diese haben wir in Anspruch genommen oder wollten sie in Anspruch nehmen, weil wir uns auf diese Aussage verlassen haben. So, wie soll das organisiert werden? Es wird morgen früh ein Schreiben rausgehen an die Träger der schulischen Betreuung und der Kinderbetreuung, dass wir ab Montag, also morgen, eine Notbetreuung einzurichten haben, dass wir aber nicht streng die Kriterien, die Zugangskriterien kontrollieren, sondern dass wir in der kommenden Woche alle Kinder, die eine Betreuung brauchen, auch aufnehmen und erst ab der übernächsten Woche die Zugangskriterien kontrollieren. Was lernen Sie jetzt aus diesem Chaos in Frankfurt? Vielleicht, dass man sich nicht auf das Land verlassen soll und dass man sich nicht darauf verlassen soll, dass die zuständigen Behörden rechtzeitig reagieren. Also ich kann an dieser Stelle nur sagen, wir haben das, was wir für sinnvoll hielten, getan. Ich kann es aus meiner Sicht nicht verantworten, dass ich 150.000 Kinder von Samstagabend auf Montag auf der Straße stehen lasse und oder von den Eltern abverlange, dass sie innerhalb des Wochenendes einen Arbeitszeitnachweis erbringen, die Betreuung anders organisieren und so weiter. Also ich musste hier am Freitag in irgendeiner Form reagieren und das habe ich getan. Sagt Frankfurts Bildungsdezernentin Sylvia Weber und schiebt die Verantwortung zum Land Hessen. Dankeschön für das Interview. Danke auch. Und das Interview haben wir direkt vor der Hessenschau aufgezeichnet. Ja, Schulen geschlossen, Kitas nur mit Notbetreuung und weitere Maßnahmen. Da sind ja auch andere Kreise und Städte in Hessen betroffen. Die Maßnahmen gelten ja ab der Inzidenz von 165 und mehr dazu gibt's jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Sie greift, wie eben im Beitrag gehört, in Frankfurt, aber auch im Kreis Fulda, Gießen, Groß-Gerau, Hersfeld-Rotenburg, in der Stadt Kassel, im Lahn-Dill-Kreis, im Kreis Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, in der Stadt Offenbach und im Vogelsberg-Kreis. Ab dem 27. April auch im Main-Kinzig-Kreis und in Wiesbaden. Schulen und Kitas bleiben hier bis auf die Notbetreuung geschlossen. Weitere Informationen zu den derzeitigen Maßnahmen finden Sie auf hessenschau.de. Die Corona-Zahlen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden dem RKI 1.483 Corona-Infizierte gemeldet. Außerdem 9 Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Insgesamt wurden in den vergangenen 7 Tagen 11.139 Menschen gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sind 826 mehr als in den 7 Tagen davor. Die hessenweite Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt jetzt bei 177,1. In Großumstadt hat der ökumenische Hospizverein Vorderer Odenwald sein 25-jähriges Jubiläum begangen. Statt eines Festaktes wurden vor der Kirche bunt bemalte Steine ausgelegt, als Symbol für das Leben. Jeder Tag sollte als Geschenk gesehen werden, so der Verein. Bemalt haben die Steine Vereinsmitglieder, Unterstützer und die Kinder des evangelischen Kindergartens. Der religionsunabhängige Verein hat 250 Mitglieder und finanziert sich ausschließlich über Spenden. Ja, wir sind uns bewusst, dass die Situation auf Intensivstationen für Covid-Patienten im Moment sehr angespannt ist. Die Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte seit Monaten schon im Dauerstress und jetzt ganz besonders. Und das ist aber auch auf den Normalstationen für Covid-Patienten der Fall. Dort liegen eben die Patienten, denen es sehr schlecht geht, die aber noch nicht beatmet werden. Wir waren in der Klinik Gelnhausen und im Krankenhaus Korbach. Und Pflegerinnen und Pfleger sind dort, wie auch die Ärzte, wirklich am Limit. Keine Zeit zum Ausruhen auf der Covid-Intensivstation. Die dritte Welle fordert alles von den Medizinerinnen und Medizinern. Außer Acht gelassen werden dabei oft die Covid-Normalstationen. Auf denen wird der Großteil der Covid-Patienten behandelt. Achim Kress ist Oberarzt der Klinik Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis und hat schon seit Monaten überlastete Corona-Stationen. Eigentlich sollten 20% der Betten freigehalten werden. Ein freies Bett heißt nicht, da ist Entspannung, sondern das braucht man, um zu agieren. Und diese 20% auf unsere Bettenzahlen berechnet, das haben wir seit langem nicht mehr gehabt. Da
Das führt dazu, dass geplante OPs verschoben werden müssen. Dadurch ergibt sich aber ein Folgeproblem, selbst wenn weniger Covid-Patienten auf Station sind. Weil einfach dann andere Dinge wieder nachgezogen werden, Operationen, die verschoben worden sind, wieder aufgenommen werden müssen, um die Leute zu versorgen. Das führt zu einer erheblichen Mehrbelastung. Die Situation auf der Station ist ohnehin schon angespannt. Nina Isabel Weber, leitende Oberschwester im Korbacher Krankenhaus, zeigt, was alles bei gleichgebliebener Personalstärke aber an zusätzlichen Arbeitsschritten ansteht. Die Schutzkleidung, persönliche Schutzausrüstung, ist patientenbezogen. Das heißt, wir kleiden uns für jeden Patienten neu an und eben dementsprechend im Zimmer auch wieder aus. Das raubt tagtäglich jede Menge Zeit. Ich glaube, dass wir da bei 60 Minuten nicht mehr bleiben. Ich denke, dass das schon deutlich mehr Zeitaufwand ist, aber es ist eben auch hygienetechnisch notwendig. Und nicht nur die Vor- und Nachbereitung ist immens. Auch die Versorgung der Patienten auf einer Covid-Normalstation kann schnell kritisch werden, erklärt Dr. Arvid Winfried Schneider. Menschen, die wirklich nur mit Sauerstoff noch zu normalen Gasen im Blut kommen. Patienten, die eben schon letztendlich von ihrer Kreislaufsituation auch angegriffen sind, Infusionen benötigen. Auf der Normalstation werden durchaus schwer kranke Patienten behandelt. Anders als im südhessischen Gelnhausen läuft die Klinik hier im nordhessischen Korbach aktuell noch nicht im Notfallmodus, aber... Wir stellen uns schon gedanklich darauf ein, dass die Welle, die dritte Welle, ihren Gipfel bei uns erst in 1-2 Wochen erreichen wird oder vielleicht auch noch später und wir dann wieder mit Auslastung vielleicht sogar über der zweiten Welle rechnen müssen. Für Achim Kress und seine Kolleginnen und Kollegen ist klar, sie brauchen mehr Personal und das eben nicht nur auf den Covid-Intensivstationen. Ja, diese Situation macht uns allen schwer zu schaffen. Viele denken darüber nach und wir wollten in unserer Rubrik fragwürdig wissen von den seligen Städtern. Wie geht's Ihnen damit? Welche Strategien haben Sie? Seit einem Jahr stecken wir in der Pandemie. Die Krankenhäuser sind voll, die Intensivstationen. Wir wollen deshalb wissen, wie hat sich dadurch Ihre Einstellung zu Corona verändert? Seligenstadt mit seinen rund 20.000 Einwohnern wirkt idyllisch. Fachwerk an jeder Ecke. Aber auch hier hat man mit Corona zu kämpfen. Die örtliche Klinik ist auf ihrer Corona-Station zu 90% voll. Betten sind zwar noch da, aber in Sachen Pflegekräfte ist man fast am Limit. Ich will wissen, was macht das mit den Menschen? Sind da Ängste, die vorher nicht da waren? Ja, ich denke schon, weil wir sind ja nicht mehr die Allerjüngsten. Und man hat so ein bisschen Probleme mit dem Laufen jetzt auch, mit der Balance. Und wenn jemand stürzt oder so, jetzt wäre nicht so gut ins Krankenhaus zu kommen. Ne? Ich treffe Anne-Kathrin Haas mit ihren 3 Kindern. Die kleine Charlotte ist noch im Kindergarten, der große Maximilian in der 3. Klasse. Seit ein paar Tagen hat sie die 1. Impfung. Die Krankheit hat ihre Einstellung zum Thema Gesundheit verändert. Ich denke natürlich an die Langzeitfolgen, dieses Long-Covid, was im Gespräch ist etc. Man weiß es halt nicht. Ne? Es gibt noch keine Studien dazu. Dadurch, dass wir ja erst ein Jahr mit dem Virus kämpfen. Mein Mann ist noch nicht geimpft, der ist genauso alt wie ich. Klar, da macht man sich Gedanken. Ne? Also ich hatte natürlich am Anfang gedacht, gut, wenn jetzt so hohe Prozentzahlen von der älteren Bevölkerung geimpft sind, dürfte sich das auf den Intensivstationen ja auch abzeichnen und weniger werden. Aber natürlich wird man hellhörig, wenn es dann heißt, dass die Belegungszahlen doch in die Höhe schnellen. Petra Zobel und Sandra Wagner sind heute für einen Tagesausflug nach Seligenstadt gekommen. Abschalten in Zeiten von Corona. Ich darf sie kurz mitnehmen. Die Hunde Socke und Pepe sind natürlich mit dabei. Ziemlich schnell wird es ernst in unserem Gespräch, als sie mir ihre Gedanken über die Krankheit erzählen. Man ist schon vorsichtiger in mancher Hinsicht einfach. Was heißt das? Man ist nur noch mit den Ängsten zusammen, nur noch mit auch, Ängsten, so wie wir jetzt. Wir sind sowieso immer zusammen, aber so wie vorher jetzt mal zusammensitzen, grillen oder so, ist im Moment auch. Man fährt runter. Auch Holger und Andrea Herrmann erzählen mir, dass die Sorge, an Corona zu erkranken, stärker geworden ist. Ja, schon. Also in der letzten Zeit auch immer mehr, weil ja die Infektionen nicht wirklich, also auf hohem Niveau halt auch stagnieren. Und man ja schon auch immer wieder mal hört, also auch aus Fachgebiet, wo mal eine Krankenschwester ist oder so, dass
im Grunde genommen der Durchschnitt mittlerweile, also dass man nicht mehr sagen kann, es sind nur ältere Leute, die dann schwer erkranken, sondern dass es eigentlich querbeet auch ist. Ja. Was bewirkt das bei Ihnen persönlich? Hat man da auch wirklich Angst, dass man sterben könnte? Also ich sag mal jetzt, die Angst ist nicht dominant oder dass man jetzt bestimmt ist von der Angst. Man wird hellhörig und vorsichtig. Angst würde ich aber nicht sagen. Also Angst ist, glaube ich, da völlig fehl am Platz, weil Angst einen hemmt oder mich hemmt und dann könnte ich nicht mehr agieren. Angst ist in Zeiten der Pandemie also kein guter Ratgeber. Aber die Einstellung zu Corona hat sich definitiv verändert. Tja, gerade in dieser Situation tut es doch so gut, das hier zu sehen. Mir geht da das Herz aus. Die Kirschblüte, die ist voll da. Jetzt ist es auch warm genug, war ja ein bisschen kalt an Ostern. Und gerade in und um Witzenhausen, der Kirschenstadt, da sind all diese wunderschönen Blüten zu bestaunen. Ist ja eines der größten Kirschenanbaugebiete. Und besonders fleißig sind diejenigen im Moment, die all das bestäuben sollen. Kaum blühen die ersten Kirschbäume, schon bestäuben die Hummeln, was das Zeug hält. Eberhard Walter betreut die Versuchsanlage des Landesbetriebs in Witzenhausen. Er freut sich über die sichtbaren Erfolge der eifrigen Insekten. Dieser grüne Knubbel hier, das ist quasi der Fruchtknoten, der ist jetzt schon verdickt und die Befruchtung hat stattgefunden. Das ist schön, das wünschen wir uns. Über 60 verschiedene Sorten wachsen auf der Versuchsanlage. So dauert die Kirschblüte in Witzenhausen rund 3 Wochen. Hier stehen wir vor einer Sorte, die etwas später blüht. Die Sorte heißt Cordia. Daneben haben wir natürlich Sorten, die schon früher blühen. Und das ist auch ganz gut so. Wenn nicht alle Sorten gleichmäßig aufblühen, dann haben wir natürlich mehr Sicherheit während der Blühphase, falls es Frostnächte gibt, dass dann die Frostschäden sich im Grenzen halten können. Schon -1 °C über 30 Minuten kann Schäden verursachen. Obstbäuerin Berit Pöllmann hofft auf milde Temperaturen. Der Familienbetrieb bewirtschaftet auf 20 Hektar Kirschbäume. Das sind für uns die aufregendsten Tage mit, wo man wirklich ständig auf die Temperatur, auf die Wettervorhersage schaut und guckt, wie kalt es in den Nächten wird. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal Frostnächte kriegen, werden die Blüten braun und auch die Fruchtansätze sterben ab. Also die sind dann direkt am nächsten Tag schwarz, da können keine Kirschen mehr raus werden. Erst Mitte Mai nach den Eisheiligen ist die Frostgefahr gebannt. Gegen Frost und Kälte können sie auf der Versuchsanlage nichts machen. Aber der Trockenheit im Sommer können sie standhalten. Die Bäume vertragen längere Trockenphasen sehr gut und bringen deshalb drin noch sehr schöne große Früchte, hohen Fruchtertrag. Die Bäume sind sehr vital und die Früchte haben eine besonders hohe Qualität. Sie sind sehr groß, sie sind sehr schmackhaft und ich denke, diese Züchtung wird eine Züchtung sein, die sehr erfolgsversprechend ist. Was ist denn der bislang größte Erfolg? Unser größter Erfolg bisher heißt Gisela 5. Das ist unsere Standardwurzelsorte und die haben weltweit jetzt den Kirschenanbau erobert. Noch etwa 2 Wochen bleibt der Augenschmaus erhalten. Und wenn Sie weiter so fleißig sind, dann lässt sich die Witzenhäuser-Kirsche im Juli mit allen Sinnen genießen. Ja, mit allen Sinnen genießen konnten Eintracht-Fans in den vergangenen Wochen Platz 4, 7 Punkte Vorsprung auf Platz 5, Champions League fast sicher. Jetzt wird's wieder eine Zitterpartie, Heiko. Leider ja. Jetzt wird's doch noch mal richtig eng im Kampf um die Champions League, weil sich die Eintracht in Weiß sinnbildlich selbst im Weg stand gestern in Leverkusen. Das 1:3 war die zweite Niederlage in den letzten 3 Spielen. Das sorgte dann am Ende nicht nur bei Keeper Kevin Trapp für Kopfschütteln. Auch die Eintracht-Fanseele ist schwer am Brodeln. Ich könnte noch immer heulen. Champions League abgehakt, wird da getwittert. Das geht komplett auf Hütters Kappe und Adi Hütter, der Totengräber der Champions League-Ambitionen. Das ist schon mal ziemlich heftig, aber der Eintracht-Trainer, der ist kämpferisch. Wir müssen jetzt einfach uns fokussieren auf die 3 letzten Spiele. Ich glaube, heute hat auch ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, die man gebraucht hätte. Und diese gewisse Lockerheit, wo man auch einfach im Fußball braucht. Und wenn man dann beginnt, zu viel nachzudenken, kann auch sein, dass die Beine ein bisschen schwerer werden. Nochmal, wir haben die Möglichkeit, wir haben die Chance, wir haben alles noch selber in der Hand. Und das ist das Wichtigste. Und dafür kämpfen wir.
Ja, Trauer, Ängste, Depressionen, kaum jemand spricht darüber. Erst recht nicht im harten Geschäft Profifußball. Ganz anders Viktor Pálsson vom Zweitligisten Darmstadt 98. Der Isländer, der redet offen über schwere Zeiten und schmerzhafte Verluste. My mother died in November. That was Meine Mutter ist im November gestorben. Das war wie wenn du gegen eine Wand fährst. Ich kann kaum sagen, wie sich das angefühlt hat, weil damals einfach alles für mich zusammengestürzt ist. Auch wenn die Jahre vor ihrem Tod schwierig waren, sie war immer meine Mutter. Und ich habe und werde für alle Zeiten die größte Liebe für sie empfinden. Sie war erst 17, als ich geboren wurde. Mein Vater habe ich nie kennengelernt. Also waren es immer wir zwei gegen den Rest der Welt. Meine Mutter hatte ein Alkohol- und Drogenproblem. Du versuchst alles, diese Person zu retten, aber am Ende wirst du nur immer wieder aufs Neue verletzt. Nicht von deiner Mutter, sondern von der kranken Person, die abhängig ist. Und das führt zu Depressionen. Zu Depressionen und anderen mentalen Problemen. Als ich jünger war, habe ich angefangen, Alkohol zu trinken. Einfach nur, um meine Gefühle zu betäuben, mich nicht der Realität stellen zu müssen. Fußball hat mir definitiv das Leben gerettet. Auf dem Spielfeld zu stehen, war meine Sicherheitszone. Für 90 Minuten haben mich alle in Ruhe gelassen und ich konnte einfach mein Ding machen. Das war und ist meine Freiheit. Es gab Vereine, die mich erst unter Vertrag nehmen wollten und dann doch nicht, weil ich offen über geistige Gesundheit gesprochen habe. Das sollte viel mehr akzeptiert sein. Wenn wir eine Verletzung haben, gehen wir zum Physio. Warum gehen wir nicht auch einfach zum Psychiater, wenn mit dem Kopf etwas nicht in Ordnung ist? Habe ich unter Depressionen gelitten? Ja. Habe ich immer noch damit zu kämpfen? Ja. Ich habe keine Angst, offen darüber zu sprechen. Das tue ich auch deshalb, weil ich ein Bewusstsein dafür schaffen möchte. Ich erzähle meine Geschichte in der Hoffnung, dass sie anderen hilft. Starker Typ. Hessens Fußballer sind schon die Nummer 1. Ingmar Merle von Hessen-Kassel hat letzte Woche gewonnen bei der Wahl zum Tor des Monats. Und jetzt, hört, hört, bewirbt er sich gleich schon wieder mit diesem Hammer gestern in der vierten Liga direkt unter die Latte. Oder hier noch ein Vorschlag, Sören Eismann aus Steinbach, ebenfalls Tor des Monats verdächtig. Ja, und mehr Sport gibt's nachher ab 11 bei uns. Und Christine, was meinst du, welches war schöner? Voll drauf oder Seitfallzieher? Ja, Seitfallzieher, das war so artistisch. Ich fand voll drauf, Ingmar Merle, vielleicht schafft das ja wieder. Tor des Monats, das wäre ein Ding. Aber vom Monat kommen wir auf die Woche. Bei dir jetzt die letzten 7 Tage. Ganz genau, eine harte Woche war das. Und Sönke Hebestreit hilft sie uns zu verdauen, diese harte Woche in Schönblöd. Ein herzliches Willkommen zu Schönblöd geht an Sie alle und natürlich auch an Mopsdame Wilma. Ja, was war das schon wieder für eine Woche? Los ging es mit der Einigung verschiedener Parteien in Sachen Kanzlerkandidierender. Sowohl die Grünen haben diese Frage entschieden, als auch CDU und CSU. Ja, und schon ist der Bayer aus dem Spiel. Danach hatte die Politik dann wieder Zeit, sich mal um Inhaltliches zu kümmern. Zum Beispiel um einen sinnvollen Inzidenzwert in Sachen Schulen. Okay, hatten sie keine Lust drauf, also haben sie es anders gemacht. Ein Zug am Daddelautomaten und schon gilt für uns alle, ab einer Inzidenz von 165 müssen die Schulen wieder schließen. Ein Wert, den alle mittragen. Also fast alle. Ich habe noch kein rationales Argument für gerade diesen krummen Wert gehört. Naja, den gibt's ja auch nicht. Aber gut, auf jeden Fall ist das Chaos perfekt. Kurz hatte nämlich die zu beschulenden Kinder gedacht, Mensch, ich darf zurück zur Schule. Was nach 4 Monaten Distanzunterricht wohl diesem Gefühl gleichkommt. Ja, dann hat
hat ein Blick auf die Inzidenzen in Hessen aber dafür gesorgt, nee, es dürfen nicht weitere Kinder zur Schule, sondern alle, die jetzt sogar schon im Wechselunterricht sind, müssen wieder nach Hause. Das macht mich gar nicht glücklich, weil es einfach wieder zusätzliches Durcheinander in die Schulen bringt. Ja, ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Unsere Schülerinnen und Schüler empfinden diese Entscheidung wohl am ehesten so. Ja. Und wirklich Hoffnung auf Besserung können wir auch nicht machen. Denn als wäre es alles nicht schon schlimm genug, droht unser Wirtschaftsminister weitere politische Entscheidungen an. Da steckt der Teufel noch im Detail und wir arbeiten dran. Ja, dass unsere Politiker den Anschein erwecken, als würden sie auch keine anderen Entscheidungen treffen als... Mopsdame Wilma. Das finden wir blöd. Immer auf die Bundespolitik zu hauen, das ist so einfach, aber ebenso unnötig. Denn wir haben ja auch unsere Politiker. So, gucken wir doch mal nach dem Impfen. Wahnsinn, diese Geschwindigkeit. Denn bei uns gilt, willst du Hessen oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Denn wir sind in Sachen Erstimpfungen letzter in Deutschland. Kann man das so sagen? Wir sind sicher nicht das Schlusslicht in der Impfquote, sondern wir sind möglicherweise das Schlusslicht in der Dokumentations- oder in der Zählquote. Ja, die Impfenden könnten eigentlich viel mehr pieksen. Aber da jeder Pieks auch ordentlich dokumentiert werden muss in unserem Land, gilt Eintrag vor Einstich. Damit sind wir weit von unseren Möglichkeiten bei den Impfzentren weg. Dabei haben die meisten momentan doch nur diesen Wunsch. Dass alle jetzt geimpft werden, alle Altersgruppen. Tja, da müssen wir uns aber eben alle etwas mehr gedulden als andere Länder. Übrigens, unseren für die Impfung zuständigen Innenminister trifft keine Schuld. Schuld sind andere. Bayern zum Beispiel, Saarland, Sachsen haben mehr Impfstoff bekommen und können dadurch natürlich mehr Erstimpfungen machen. Ja, das sollte uns aber nicht grämen. Denn am Freitag wurde die Prio-Gruppe 3 freigeschaltet. Damit kann das Land knapp der Hälfte aller Hessen ein Impfangebot machen. Und das finden wir schön. Gilt doch bestimmt, wer zuletzt impft, impft am besten. So, wir grüßen jetzt nochmal Mopsdame Wilma. Das war schön blöd für heute und Schluss mit lustig. Schade, dass es schon vorbei ist. Ich hätte noch ein bisschen zuschauen können. Aber unterhaltsam wird es auch um 7:45 im HR-Fernsehen. Quiz des Menschen mit Eckart von Hirschhausen. Und morgen sind an dieser Stelle Daniel Johe und Claudia Schick und werden sie durch die Hessenschau führen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt kommen die Wetteraussichten mit Karin Schmidt. Tschüss, machen Sie es gut.